Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Foundation-Video. Ihr wisst, das ist mir eigentlich mit die allerliebste Reihe, denn ich bin ein richtiger Foundation-Liebhaber. Ich liebe alles, was für den Teint ist, was den Teint perfektioniert. Und gerade bei Foundations finde ich, die machen immer so, so viel schöne Sachen mit unserer Haut. Und ja, Maybelline hat eine neue Foundation rausgebracht. Die gab es bis vor kurzem, also die gibt es schon ein bisschen länger, aber bis vor kurzem war sie bei uns halt nur in ganz wenigen Shades vorhanden. Jetzt ist sie erst so wirklich bei unserem DM in die Theke eingezogen, sodass ich mir eine ja, relativ passende Farbe aussuchen konnte. Leider gab es keine Tester zu dem Zeitpunkt, wo ich da war. Und ich habe mich dann hier für die Farbe 108 entschieden. Ich habe sie jetzt auch schon ein paar Mal getestet. Somit kann ich euch auch schon so ein kleines Feedback geben, wie sie mir gefällt, wie sie sich gibt auf der Haut, wie sie sitzt, wie sie am Ende des Tages aussieht. Und ich hätte sie doch lieber vielleicht eine Nummer dunkler nehmen können. Ich finde, sie ist doch schon relativ hell. Aber vielleicht zum Winter hin, wenn ich noch etwas blasser werde um die Nase, könnte sie mir vielleicht doch ganz gut passen. Ja. Und wenn ihr Lust drauf habt auf das Video, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr jetzt dran bleibt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ja, ihr Lieben, vielleicht habt ihr sie schon entdeckt bei euch in der Drogerie oder auch online im Shop. Maybelline hat die neue 30 Stunden Lumi Matte Foundation rausgebracht mit der sogenannten Airflex-Technologie. Und was das Ganze bedeutet und was sie Schönes macht mit eurer Haut, das möchte ich euch einmal ganz kurz erzählen. Und dann werde ich sie mir einmal mit euch gemeinsam auftragen, damit ihr sie einmal in Aktion seht, wie sie sitzt auf der Haut. Und dann könnt ihr für euch ja entscheiden, ob sie was ist oder eher nicht. Sie soll in kurzer Zeit einmal einen super natürlichen und frischen Look in euer Gesicht zaubern, aber eben mit einem matten Effekt, was ich natürlich richtig super finde, gerade auch für eine ölige Haut oder für eine Mischhaut. Eine matte Foundation, aber ich mag es zum Beispiel nicht, wenn sie so matt ist, ja, sondern wenn sie dann halt eben noch so eine natürliche Strahlkraft beinhaltet, wie das eben halt diese Lumi Matte Foundation von Maybelline verspricht. Das ist einmal eine zart schmelzende Formulierung mit lichtreflektierenden Pigmenten, die dort enthalten sind. Sie ist angereichert mit Aminosäuren, was eurer Haut einmal einen frischen Teint verschaffen soll. Und die sogenannte innovative Airflex-Technologie bedeutet nichts weiter, dass sie einmal dafür sorgt, dass du ein ultra leichtes Tragegefühl auf deiner Haut hast und sie soll bis zu 30 Stunden halten. Also ich trage meine Foundation niemals 30 Stunden. Wenn dann vielleicht 10, 12 Stunden, aber ist natürlich auch schön, wenn sie so lange hält. Die kannst du dir auftragen mit dem Pinsel, mit dem Sponge oder eben mit den Fingern. Wichtig ist, dass du sie nicht streifst. Also am Anfang streiche ich sie mir natürlich auch, aber dann am Ende gerne nochmal so ein bisschen einklopfen. Also halt eben am besten vielleicht mit den Fingern in die Haut einarbeiten und dann kannst du sie natürlich auch noch ein bisschen aufbauen, wenn du ein etwas stärker abgedecktes Ergebnis haben möchtest. Ja, die gibt es in sehr, sehr vielen Farben mittlerweile jetzt in der Drogerie. Und wie gesagt, ich habe sie in der Farbe 108 und ich werde sie einmal mit meinem IT Cosmetics Pinsel auftragen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Genug erzählt und ich wünsche euch einmal ganz viel Spaß. Natürlich habe ich sie jetzt einmal ordentlich geschüttelt, bevor ich sie mir auftrage. Und ja, dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Ich gebe mir jetzt erstmal einen Pump-Hub auf meine Handfläche auf. Hier könnt ihr die Foundation sehen. Sie zerläuft relativ schnell. Also sie ist schon sehr flüssig auf der Haut. Und ich werde mir die jetzt einfach so erstmal hier auf einer Hälfte meines Gesichtes verteilen. Und werde mir die dann auch so ein bisschen einarbeiten. Das war, glaube ich, schon so ein bisschen viel. Ich finde, sie ist schon sehr ergiebig und ein Pump-Hub könnte auch reichen. Und ja, ich trage mir die jetzt erstmal hier auf der einen Seite auf und ihr seht, die ist relativ hell, ne? Und ja, ich fange einfach hier in der Mitte an, dass ich sie mir auch so ein bisschen mit drückenden und auch kreisenden Bewegungen so ein bisschen mir in die Haut einarbeite. Und dann zeige ich euch gleich einfach mal den Unterschied. Ich finde, sie lässt sich schön leicht auftragen. Sie ist auch sehr, sehr leicht auf der Haut. Aber ihr seht es schon, die ist relativ hell, ne? Aber mit Bronzer nachher lässt sich das ganz gut ausgleichen. Und ja, so
ist sie jetzt schon mal gut eingearbeitet. Ich schaue mir das Ganze hier nochmal eben kurz von Namen an. Was mir persönlich ja teils gut und teils nicht so gut gefällt, ist einmal, dass ich finde, hier, wo ich meine vergrößerten Poren habe, sitzt sie sehr, sehr schön. Allerdings finde ich, dass sie bei mir an der Nase sich nicht so schön auftragen lässt. Also da setzt sie sich so ein kleines bisschen ab. Das vergeht aber im Laufe des Tages, wenn sie sich so ein bisschen mehr mit der Haut verschmilzt. Aber am Anfang des Auftrags gefällt sie mir auf der Nase noch nicht so gut. Ansonsten finde ich, sitzt sie sehr, sehr schön auf meiner Haut. Und wie gesagt, sie ist nicht totmatt. Also sie hat wirklich diese Leuchtkraft. Ich finde, sie hat eine gute Deckkraft. Für mich völlig ausreichend. Mir reicht da auch diese eine Schicht. Also ich würde mir da jetzt auf keinen Fall noch eine zweite drüber geben. Und ja, ich trage mir die jetzt einfach nochmal komplett auf der anderen Seite auf. Und dann schauen wir uns gleich einfach das fertige Ergebnis an. So sieht die Foundation einmal komplett aufgetragen aus. Hier habe ich so eine ziemlich starke Rötung noch von so einem übrig gebliebenen Pickel. Die hat sie jetzt nicht so gut abgedeckt, muss ich sagen. Da würde ich gleich einfach nochmal mit einem Concealer drüber gehen. Ich kann es aber auch nochmal direkt probieren, wenn ich mir nochmal so einen Klecks von der Foundation aufgebe und auf der Rückseite hier diesen Concealer-Pinsel verwende. Und dann kann ich das auch nochmal hier so versuchen, mir so ein bisschen mit abzudecken. Und doch, also ist auf jeden Fall schon ein Unterschied. Kleines bisschen sieht man es noch, aber da kann ich mit leben. Ja. Und ja, ansonsten sitzt sie, wie gesagt, wirklich schön auf der Haut. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas drauf habe. Sie sitzt sehr, sehr leicht auf der Haut. Das einzige Negative ist halt eben an meiner Nase, wo mir das nicht so gut gefällt. Aber wie gesagt, das vergeht halt im Laufe des Tages, dass sich das Ganze so ein bisschen verschmilzt mit meiner Haut. Und ja, ne, also hier kann man das auch sehr, sehr schön sehen, dass sie eine tolle Leuchtkraft hat. Und dass sie nicht so tot matt ist auf der Haut, aber trotzdem einen matten Look zaubert mit einer Strahlkraft, mit einer Leuchtkraft. Also das, was sie verspricht, das macht sie auch. Und am Ende des Tages kann ich euch sagen, gefällt mir die Foundation wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte ja auch schon die Superstay 24 Stunden Foundation gehabt von Maybelline. Und da gab es ja auch zwei unterschiedliche. Einmal die ganz alte Version, die war toll, das war meine allerliebste Foundation. Dann wurde die umgeändert in der Formulierung und das war eine Katastrophe. Und die gefällt mir jetzt wieder richtig, richtig gut. Also ich habe sie jetzt schon ein paar Mal getragen, auch über den ganzen Tag hinweg. Und je länger sie auf der Haut sitzt, je mehr sie mit meiner Haut verschmilzt, finde ich toll. Und sie bleibt auch relativ matt. Und ja, am Ende des Tages kann ich euch sagen, gefällt mir die Foundation immer noch. Und ich würde mir jetzt einfach mal Make-up komplett fertig schminken. Zeige euch dann am Ende nochmal, wie das Ganze dann fertig aussieht, auch wenn ich nicht mehr so blass bin, sondern mir ein bisschen Bronzer aufgegeben habe. Und ja, dann würde ich sagen, nicht abschalten und wir sehen uns gleich nochmal. So ihr Lieben, hier ist da einmal der komplett fertige Make-up-Look. Ich habe mich einmal komplett in braun Bronzy geschminkt. Als Lidschatten habe ich die Danessa Myricks Palette verwendet. Und zwar ist das die Groundwork. Ich fand sie am Anfang sehr, sehr schwierig, aber ich habe sie ja jetzt schon ein bisschen länger in meiner Sammlung. Und ich finde, je öfters man sie benutzt, desto besser kommt man mit ihr zurecht. Sehr, sehr schöne Brauntöne sind hier enthalten. Ich habe mir auch einen Farbton für meine Augenbrauen zum Auffüllen genommen, weil das ist so eine Allround-Palette, ne? Ihr könnt damit Bronzer auftragen, Lidschatten, Augenbrauen. Als Lipliner könnt ihr sie verwenden, auch als Lippenstift, wenn ihr halt eben auf so Brauntöne steht. Und ja, eine sehr, sehr schöne Allround-Palette. Und ich finde, auf dem Auge mit den Puderfarben sieht das sehr, sehr schön aus. Und ja, als Blush, Bronzer quasi, habe ich mich für ein Duo entschieden. Und zwar ist es hier dieses von NE Cosmetics. Das bekommt ihr bei Dalton. Hat auch nochmal zusätzlich irgendwie so einen schönen, leichten Glow mit drin. Also ich finde, das unterstreicht nochmal so ein bisschen die Foundation. Gefällt mir auch sehr gut. Und auf den Lippen trage ich eine Kombi aus einem Lip Liner von Nabla, von den Close-Up Shapers,
in der Farbe Nude Number 2.5 und als Gloss in die Mitte habe ich mir einen Liftergloss von Maybelline gegeben. In der Farbe Topaz ist das, glaube ich. Genau, die 009 Topaz. Ja, und ja, Schmuck bin ich auch komplett in Gold gehalten. Das ist komplett mein Punktschmuck, den ich trage. Falls ihr da Interesse haben solltet, kann ich euch den Schmuck auch sehr gerne in der Infobox verlinken. Da bekommt ihr mit meinem Rabattcode immer versandkostenfreie Lieferung. Und jetzt gerade hat mein Punkt eben auch nochmal eine tolle Aktion, wo ihr auf alle Schmuckstücke 35% sparen könnt. Ihr könnt selber entscheiden, wie euch die Foundation gefällt. Wie gesagt, ich finde, je länger sie drauf sitzt, desto besser wirkt sie. Und auch jetzt ist sie relativ matt. Ich habe mir nur ein ganz, ganz kleines bisschen abgepudert, damit sie einfach besser hält. Und wirklich nur ein Hauch. Ja? Und ich finde, sie sitzt sehr, sehr schön auf meiner Haut. Und wie gesagt, Farbton hätte ich ruhig eine Nummer dunkler wählen können. Aber ich finde, mit Bronzer Blush kann man das Ganze so ein kleines bisschen ausgleichen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick in diese neue Foundation von Maybelline verschaffen und euch zeigen, wie sie sitzt auf der Haut, wie sie wirkt, was sie macht. Und ja, am Ende könnt ihr natürlich für euch selbst entscheiden, ob sie was für euch ist oder nicht. Ihr könnt mir gerne aber trotzdem mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Interesse habt, also wie sie euch gefällt natürlich. Und dann, ja, würde ich sagen, verabschiede ich mich bei euch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Ciao.